Cool, dass du dabei bist bei einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Surf & Turf und auf diesem Kanal geht es um die moderne und traditionelle asiatische Küche. Und wir fliegen jetzt mal eine Runde nach Sri Lanka, denn hier wird es richtig wild. Ja? Sagt sogar hier der kleine Hamster. Ne? Wir machen nämlich ein Auberginen-Curry und was daran so exorbitant gut ist, das siehst du jetzt. Auberginen-Curry, was will der mir damit eigentlich sagen? Eine Vielzahl der Menschen auf Sri Lanka ernährt sich vegetarisch oder vegan und demnach sind natürlich auch die Currys dementsprechend so ein bisschen abgestimmt. Ja? Und hier wird nicht alles wild durcheinander in den Topf geworfen, ne? Und dann irgendwelche Currypasten zugetan. Nein, 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 nein. Hier achtet man darauf, dass die Currys sortenrein gekocht werden. Ja? So kannst du zum Beispiel einen Rote-Bete-Curry machen aus Rote-Bete, ein Möhren-Curry aus Möhren. Ja? Habe ich sogar mal gemacht, eines meiner ersten Videos, verlinke ich euch da oben. Oder wie in diesem Fall ein Auberginen-Curry. Ja? Und das Ding ist eine Wucht. Und warum? Das zeige ich dir jetzt. Als erstes Wokpfanne anheizen. Damit meine ich große Auflagefläche, große Hitzequelle. Ne? Warum? Wir müssen jetzt braten. Wir wollen erstmal Röstaromen haben. Ja? Und dafür nehme ich jetzt erstmal hier unsere Aubergine und schneide uns davon Scheiben. Und die breiten wir uns hier einfach aus. Ja? Und weil wir hier den kleinen Kollegen auch noch haben, ne? Wahrscheinlich der kleine Bruder von dem Kollegen, machen wir dasselbe auch mit dem. Einfach Scheiben rausschneiden. Und diese Scheiben, die salzen wir jetzt erstmal, ja. Eine nach der nächsten. Und warum? Weil das Salz jetzt gleich schon mal so ein bisschen die Flüssigkeit rauszieht, ja. Und das hilft uns dabei, dass die Dinger beim Braten gleich einfach ein bisschen mehr Farbe annehmen und ein bisschen knuspriger werden, ne? Ja, die Auberginenscheiben, die packe ich jetzt hier erstmal, ja. Also den Wok, den habe ich das schon mal angemacht, ja, ist okay, ne? Mittlere Temperatur könnt ihr laufen lassen. Die parkt da jetzt erstmal da, die können jetzt erstmal 10 Minuten so ein bisschen Wasser lassen, ja. Und dann können wir die gleich abtupfen und dann weiterverarbeiten. In der Zeit, wo das passiert, können wir schon mal unsere weiteren Zutaten behandeln, ja. Und zwar brauchen wir da einmal eine Zwiebel. Einmal die Zwiebel schälen, ja. Normalerweise nehme ich gerne eine rote Zwiebel für dieses Curry. Tatsächlich. Aber die gefällt mir nicht mehr so dolle hier, ja. In meinem Kochbuch New Waves, ja, da steht das Rezept übrigens drin, ne, und auch andere vegane oder vegetarische Currys aus Sri Lanka, da nehme ich diese rote Zwiebel. Ja, brecht euch jetzt auch keine aus dem Zinken, wenn ihr das nicht macht, ne. Also, zack, einmal halbieren. Wir sind hier nicht in der französischen Spitzengastronomie, ja, das heißt, die ganze Nummer, die kann gewürfelt werden, aber nicht zu fein, ne. Also müsst ihr hier keine mikrokleinen Würfel schneiden. Ne? Die Nummer ist immer noch ein Schmorgericht. Ja? Schmorgerichte heißt eh, dass wir die ganze Bratfläche unserer Zutaten reduzieren. Also wird das ja nicht zu klein. Ne? Dasselbe machen wir jetzt gleich mit dem Knofi. Und den Knofi, den schneiden wir einfach auch in feinere Scheiben. Ja? Ihr könnt ja jetzt auch feine hacken, wenn ihr willst. Ne? Aber wie gesagt, ich habe euch ja gerade was zum Schmorgericht erklärt. Also, ja, Scheiben reichen mir hier aus. Das passt so. Ja? Das ist quasi erstmal die Basis für unser Curry gleich, ne? So, und wer natürlich ein bisschen schärfer mag, ne? Und bei einem Curry ohne Schaf, ja, dann ist nur noch ein Kuh, ne? Also, guckt, dass ihr ein bisschen Chili nehmt, ne? Ich habe jetzt so eine kleine Thai-Chili. Warum nehme ich die? Klar sind die ein bisschen schärfer, aber die haben auch Aroma, ja? Die haben ein richtig schönes Eigenaroma, deswegen nehme ich die ganz gern. Und die Schärfe verfliegt relativ schnell. Also, kann ich euch nur zu raten, nehmt die ruhig. Und dann schneide ich die immer von unten nach oben ab und oben wird es ja immer so ein bisschen dicker. Das heißt, hier sind mehr Samen oder Kerne drin. Ne? Wenn du die nicht haben willst, lass sie weg. So. So, und hier bei der Aubergine kannst du jetzt richtig cool sehen, wie das Wasser hier rauskommt. Ja? Die ersten Tropfen, die bilden sich oben. Ne? Das heißt, Salz und Wasser tauschen wir gerade eben hier den Mietvertrag. Ja? Und das eine zieht ein, das andere geht raus. Und genau das ist, was wir haben wollen. Ticken Öl, nicht viel. Und jetzt können wir die Aubergine gleich nehmen und anbraten, ja, anrösten. Das ist essentiell wichtig für dieses Gericht. Warum? Röstaromen und viel mehr Tiefe in diesem Curry finde ich mega wichtig. Ne? Ansonsten kannst du den ganzen Bums hier auch klein schneiden, mit reinwerfen und zusammenkochen. Aber ne, das gewisse Extra, das wollen wir ja haben. Ne? So, und das ist die Farbe, die wir haben wollen. Richtig schöne Röstaromen. So gefällt mir die Aubergine und die nehmen wir jetzt raus. Herrlichst. Guckt euch das an. Genau so, ja. Und ich ziehe jetzt hier schnell noch die anderen Scheiben durch. Ja, die können auch mit dran. Lass die Schale auf jeden Fall dran. Ne? Die tut nichts dazu, dass es schlechter wird. So, die Auberginen fertig angeröstet, ja. Tut dir den Gefallen, macht einen riesengroßen Unterschied am Ende im Curry. Ja, du hast einfach viel mehr Röstaromen, intensiveren Geschmack. Es lohnt sich, ja. Also, wenn du die Zeit hast, ja, vorher schön die Auberginen anrösten.
Ich habe hier schon mal geschnitten unsere Zwiebeln und unseren Knoblauch und unsere Chili. Jetzt einfach ein bisschen Öl in die Pfanne geben. Ja? Guck, dass du einen hohen Rauchpunkt hast. Heißt, kannst gerne Rapsöl nehmen, Sonnenblumenöl, Erdnussöl geht auch. Kannst auch ein bisschen Kokosfett nehmen, würde auch gehen. Ja? Wenn du jetzt Kokosfett nimmst, hast du natürlich schon mehr Aroma. Dann passt das. Und dann nehme ich hier unsere Zwiebel-Knoblauch-Chili-Mischung und gebe die schon mal in unsere Pfanne rein. So, bei mittlerer Temperatur kurz anschwitzen. Ja? Und dann habe ich hier getrocknete Curryblätter. Ja? Wenn du die Möglichkeit hast, geh in den singalesischen Supermarkt oder in den indischen Supermarkt und guck mal, ob du die auch gefroren kriegst. Hast du wesentlich mehr Aroma. Ich habe sie nicht bekommen. Ich habe jetzt hier getrocknete Curryblätter. Die sind auch trotzdem frisch, ja. Hast das ganze Aroma drin. Mit dazugeben, ja. Kurz mit anrösten. Dann habe ich hier Kurkuma, ja. Und wenn du jetzt denkst, Kurkuma, boah, nur für die gelbe Farbe da, ja. Und dann kannst du auch, weiß ich nicht, kannst du auch Mais nehmen, den pürieren, da reinwerfen. Nö. Kurkuma. Wenn du ein bisschen mehr Geld dafür ausgibst, für deine Gewürze, ja, hast du auch ein bisschen mehr Aroma. Solltest du einfach mal machen. Ne? Und das ist Kurkuma. Wenn du dann riechst, merkst du, du hast ein richtig schönes eigenes Aroma. Ja? So soll es auch sein. Die Nummer ist nicht zum Gelbfärben da. Die Nummer ist auch dafür da, Geschmack abzugeben. Also Kurkuma, ja, reingeben mit anrösten. Ne? Wichtig, mittlere Temperatur. Hier soll jetzt nichts mehr verbrennen. So, und jetzt, ja, Leute, was soll ich sagen? Ja? Diese Zutat ist mehr oder weniger unabdingbar. Was in Südostasien die Currypaste ist, ja, oder in Indien die Masala-Gewürzmischung, ist auf Sri Lanka tatsächlich auch ihre Curry-Gewürzmischungen. Ja. Und da hast du einmal das geröstete Currypulver und ungeröstetes Currypulver. Ja. Das sind so die Basic, ja, diese Basic-Gewürzmischung, die du da bekommst. Geröstetes Currypulver kannst du ziemlich cool für Fleischgerichte nehmen, kräftige Fischgerichte gehen auch. Ja. Und ungeröstetes nimmt man gerne für vegetarische Curries, beziehungsweise auch mal für ein Fischgericht. So, und davon gebe ich jetzt auch ein bisschen was rein. Wie gesagt, ungeröstetes Currypulver wollen wir auch gar nicht lange mit rösten. Ja? Einfach nur kurz einmal die anderen Gewürze damit, beziehungsweise die anderen Kräuter damit affinieren. Und weiter geht's bei uns. Und zwar mit einer Tomate. Ja? Und die ist wirklich wichtig für die Nummer. Ne? Weil wenn diese ganze Nummer hier nicht Aubergine-Curry heißen würde, wird sie wahrscheinlich Tomaten-Curry heißen. Ist kein Scherz. Denn diese Tomatensoße, die wir jetzt hierfür vorbereiten, die ist wirklich wichtig. Ja? Und dafür habe ich jetzt hier noch eine große Fleischtomate. Und die große Fleischtomate, die machst du jetzt einfach ein bisschen kleiner. Wie du das machst, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, du hast hier einmal gewaschen, Strunk rausgeschnitten. Und dann schneiden wir hier ganz grob Würfel runter. So, und jetzt ist diese tomatige Nummer fertig. Ja? Und wenn du dich schon die ganze Zeit gefragt hast, warum hat der da eine Currypaste stehen? Ha, hat der nämlich gar nicht. Ne? Der hat euch nämlich veräppelt. Der hat nämlich hier Tomatenmark. Ja? Und Tomatenmark eher unüblich, aber dann hast du nochmal, das unterstützt nochmal dieses tomatige Aroma. Und ich kann dir sagen, es ist sagenhaft. Ja? Also, guten Esslöffel Tomatenmark, ganz kurz mit anrösten. Und jetzt haben wir die perfekten Röstaromen hier drin. Und jetzt geben wir unsere Tomaten da rein. Ja? Einmal kurz schwenken. Dann salzen, ne, weil, soll ich sagen, ne, Tomaten lieben Salz. So. Und jetzt Kokosmilch. Ja, was soll ich sagen? Kokosmilch rein, auffüllen. Und jetzt quasi wie eine Tomatensauce eigentlich, nicht anders. Ja, einfach leicht einreduzieren lassen. Ja, mittlere Temperatur. Und während das hier einkocht, ne, nehmen wir jetzt quasi unsere Auberginen. Und die können wir jetzt nochmal kleiner schneiden. Ne. Die könnt ihr quasi auch so mit da reingeben, ne, weil die zerkochen eigentlich auch. Also wie gesagt, tut euch einen Gefallen, röstet die Dinger vorher an. Es ist ein Riesenunterschied, ja. So, die Nummer, ja, die kochen wir jetzt ganz langsam ein. Ja, Viertelstunde, 20 Minuten, ne, dass wir am Ende ein richtig, richtig tolles Aubergine-Curry haben. So ähnlich wie so ein Ratatouille, weißt du, dass ich jetzt quasi Aubergine, Tomate, die ganzen Gewürze, Curryblätter, dass ich das alles miteinander verbinden kann, ja. Und zwei richtig wichtige Zutaten fehlen uns aber noch. Erstmal, wenn du Tomatengerichte kochst, auch gerade Curries, ja, kann ich euch immer empfehlen, arbeitet mit ein bisschen Zucker. Ja, warum? Damit unterstützt ihr so den süßen Geschmack von den Tomaten. Und wer mich kennt, ne, ich arbeite gerne mit braunem Zucker, dunklem Zucker. Warum? Mehr Karamellaromen. Ja? Also, noch ein bisschen Zucker dran. Und als Gegenspieler vom Zucker, richtig, Säure. Ja? Säure unterstützt den Geschmack der Tomaten, passt perfekt zu den Auberginen. Und da könnt ihr entweder mit ein bisschen Essig arbeiten oder ihr könnt Limettensaft nehmen. Ja? Ich nehme jetzt hier ein bisschen Essig. Ich finde, der passt ganz gut dazu. Geben wir mit da rein. Und fertig. Ja? Und das ist eigentlich alles, was in dieses Curry reinkommt. Ja? Und wichtig ist, dass ihr euch an die Schritte haltet. Und die Nummer kochen wir jetzt erstmal ein.
Unser Auberginen-Curry, ja, konnte jetzt schön langsam einreduzieren. Ich habe zwischendurch immer ein bisschen Kokosmilch nachgekippt, ja, damit wir noch genug Flüssigkeit haben, um das Gemüse zu garen. Und jetzt können wir es anrichten. So, und hier ist unser Auberginen-Curry aus Sri Lanka, ja. Mega lecker, super aromatisch, total würzig. Und ich kann euch eins sagen, das ist eins der geilsten vegetarischen Curries, die ich je gegessen habe. Und ich schwöre, ja, kein Scheiß, wirklich. Kannst du mit Nahbrot servieren, kannst du mit Reis servieren, kannst du einfach auch so essen, ne? Oder als Beilage. Das ist einfach so, wie es ist, mega lecker. Weitere coole Gerichte aus Sri Lanka findest du hier auf dem Kanal, ja. Scroll dich einfach mal durch. Und wenn dir langweilig ist und du hast Bock auf ein Bierchen, Kaffee oder Weinchen, ja, dann nimm dir einfach mal das Buch dabei, ne? Da findest du nämlich auch richtig starke Rezepte. So, und die Nummer ziehe ich mir jetzt rein. Macht's gut, Leute, bis dann. Ciao.